Es gibt Termine im Alltag, die gerne mal vergessen werden. Die Leerung der Mülltonnen gehört da sicherlich dazu. Wer hat schon alle Abfuhrtermine für die Papiertonne, den Biomüll, den Restmüllbehälter oder die gelbe Tonne im Kopf? Der neue Abfallplaner des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs der Stadt Augsburg hilft hier weiter. Die kostenlose App kann auf Smartphones mit Android- oder iOS-Betriebssystem installiert werden. Sie kann die Bürger informieren, wie das bei App so ist, dass man mit dem modernen Kommunikationsmittel relativ schnell mitkriegt, was alles beim AWS los ist. Es gibt ein Abfall-ABC, also man kann genau abrufen, welche Abfälle gehören wohin. Außerdem erinnert die App mithilfe der praktischen Push-Funktion daran, wann genau die nächste Leerung einer bestimmten Tonne ansteht. In wenigen Schritten ist sie auf die individuellen Bedürfnisse des Nutzers angepasst. Einfach den Standort eingeben und anwählen, für welche Behälter und zu welchem Zeitpunkt die Erinnerung erfolgen soll. Schon kann es losgehen. Einen besonders großen Nutzen verspricht die App rund um Feiertage. Wir haben immer wieder natürlich Feiertage dazwischen, wo wir dann die Touren verlegen müssen. Und normalerweise haben wir das bisher über die Presse gemacht. Und das kommt vielleicht beim einen oder anderen nicht an. Und jetzt kann man sich diese Info ganz schnell holen. Wer Elektrokleinteile, also zum Beispiel Bohrmaschinen, ausgediente Küchenkleingeräte oder auch Metallteile entsorgen will, der findet in der AWS-App alle Infos zu Elektro- und Metallcontainern in der Nähe. Auf der integrierten Karte werden diese übersichtlich angezeigt. Auch bei der Entsorgung von Sperrmüll und Grüngut ist die App eine große Hilfe. Hierzu müssen nur Namen und Abholadresse eingegeben werden, noch einige Angaben zum Sperrgut und schon kann ein Abholtermin vereinbart werden. Der neue Abfallplaner des AWS. Ein kleiner, aber wirkungsvoller Helfer auf dem Weg zu einem sauberen Augsburg.